langsam und ruhig halten! Hast du den Verstand verloren? Schau mir! Ab ihn! Das war nicht der Letzte! Ich sehe sie! Egal, halt das Ding ruhig! Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals die ersten Stürme in Dubai, habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Verluste, zu viele. Hey, Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist Wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen. Bekannt als meine Hose. Sir. Klappe. Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir, etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow, wäre ich nicht so eine Killermaschine, wäre ich jetzt verletzt. Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay?
Aber klar doch. Okay, in Deckung gehen. Zielvorrichtung checken. Rührt sich was? Nein, alles okay. Gut. Wow. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Es reicht, Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Hey, habt ihr das gehört? Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ha. Könnte schwören, ich hab wen gehört. Kommt, bringen wir's hinter uns. Hey! Ist da wer? Ist da jemand? Vergiss es. Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagt, ihr seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3 zu 1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tu ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Ich hab so ein Gefühl, man beobachtet uns. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Hier scheint's zu sein. Ja, das ist es. Was immer es auch ist. Was soll das jetzt heißen? Es ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Oh, Scheiße. So könnte man das auch sagen. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Was tun Sie? Mein Kaffee ist in meinem Reich. Ihr sprecht Farsi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agar interim harf besanim. Sehr gut, Logo. Das kann sehr schnell überkochen, Walker. Schon klar. Hast du eine Idee? Siehst du den Booster? Nee. Der ist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben raus. Das bringt uns einen Vorteil. Hey, ihr zwei! Schießt die Scheibe raus! Verdammt, wer sind die Kerle? Flüchtlinge! Überlebende des Sturms! Ist doch gut! Wir sollten den Stab anfunken und Bescheid sagen. Nur zu! Die hören bestimmt auf der Falle, damit du telefonieren kannst! Mann, weniger reden, mehr schießen! Scheiße! Nein, einer weniger! Erwarten deine
Weiter, hinten raus! Granate! In Deckung! Wo steckt er? Reklametafel da drüben! Sag Bescheid und ich schalte ihn aus! Erwarte Befehle, Captain! Lugo, schalt ihn aus! Ja, Sir! Bin unterwegs! Oben auf dem Boss! Schalt ihn aus! Kontakt! Feind ist dort! Ziel am Boden! Da kommen noch welche aus dem Frachtcontainer! Feind unter Deckung! Lade nach! Seid wach! Rüber zu dem Container! Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Was war denn das? Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrols. Werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Jacka! Scheiße. Marsen hat's erwischt. Wir brauchen Hilfe. Lugo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt! Kontakt! Hinter den Barrikaden! Weiter für den Zähler! Wir müssen das Entgegenschalten! Wir sitzen fest! Umgeh das Entgegenschalten aus! Es gibt Panzer! Tango erledigt! Er ist tot! Tot! Mayday, Mayday, hier Alpha Patrol. Erbitten sofortige Unterstützung. Hört uns jemand? Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich glaube, Marsen ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. Kriegen Sie, wir müssen uns hier. Feind am Boden. Gut gemacht. Los, weiter, aber unauffällig. Lade nach, deck dich! Ich sag doch! Tragfläche! Siehst du da? Gegner ist tot! Vorsicht! Schrumpfend im Anmarsch! Vorsicht! Sie wird nervös! Tango neutralisiert! Da kommen noch mehr aus dem Heck raus! Verteidigung! Sie sind in Deckung! Scheiße! Neutralisiert! Ändere Position! Gib mir Deckung! Schussbahn frei!
Ich schieße! Oh! Hab einen! Da! Hey, hier rüber! Haltet sie auf! Und das Fahrwerk ist drin. Gott sei Dank ist das der letzte. Hoppla, kleiner Scherben. Aber kein Problem. Ich weiß nicht, der Wetterbericht war nicht so toll. Hätten wir warten sollen? Keine Chance. Diese Leute zahlen den vierfachen Preis, um schnell rauszukommen. Wenn wir nicht liefern, sind wir total am Arsch. Es ist kein Scherben. Oh, Scheiße! Ist das Sand? Scheiße. Sturm auf 6 Uhr. Der ist ja gigantisch. Schneller steigen. Zieh hoch, Eric. Zieh hoch. Ah, die Triebwerke fallen aus. Wir haben einen Flammenabriss. Triebwerk 1 ist tot. Shit. Check Triebwerk 2. Wechselposition. In dem Durchgang. Die könnten überall sein. Spalt ist dort! Ich schmeide auf Deckung! Flankiert! Die Nadel ab! Transportkonsole! Kann ich weg! Nicht so heiß! Scheiße! Ich steck fest! Wir kommen! Haltet durch! Wer ist hin? Er ist tot! Auf dem Weg! Lade nach! Zurück da! Ich töte ihn! Scheiße, eine Geiselnahme. Ruhig, lassen Sie ihn gehen. Nicht näher kommen. Schnell jetzt, Walker. Tango neutralisiert. Adios. Schnell, sag was, Boss. Er stirbt uns. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar, aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? So eine Scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir ihnen. Wir suchten nach Conrad, aber wir fanden sehr viel mehr. Ein Bürgerkrieg war ausgebrochen. Die Stadt zerfleischte sich selbst. Achtung, Eilmeldung! Ein ungerechtfertigter Angriff auf die 33. heute bedeutet, richtig, das Ende des Waffenstillstands. Nicht nur, dass hier Leute sind, die haben sogar einen DJ. Ich möchte zu Protokoll geben, dass das alles ziemlich schräg ist. In Dubai herrschte Chaos. Schlimm genug, dass die Flüchtlinge und die 33. sich bekriegten. Die Flüchtlinge wurden auch noch von einem amerikanischen CIA-Agenten angeführt. Wo ist der Soldat? Der Kerl aus dem Flugzeug? Unten, Sir. Aber jetzt wollten beide uns töten. Und das war erst der Anfang. Oh mein Gott. Was ist? Ich krieg hier was rein. Das müsst ihr euch anhören. Lass mal hören. Ihr Name, der Ihrer Einheit. Agent Daniels, CIA. Gut.
Was wollen Sie und Ihre Männer in Dubai, Lieutenant Daniels? Wir suchen nach Überlebenden. Okay. Er sagt wohl die Wahrheit. Dann losgehen. Das reicht, Hugo. Ja, Sir. Kannst du das Signal orten? Schon passiert. Kommt von da drüben. Jetzt wissen wir, dass ein Agent noch lebt. Sogar mehr als einer. Wenn die 33. den Scheiß sendet, hat das einen Grund. Du denkst an Köder? Wir beißen an. Das ist fair. Signal kommt von da unten. Ganz unten. Die 33. wirft die Angel weit aus. Holen wir sie ein. Du weißt, das ist eine Falle. Ja, aber hier sind alle verrückt. Daniels ist vielleicht unsere einzige Hoffnung, was auszurichten. Kommt mit. Agent Daniels genießt offenbar seinen Aufenthalt im Camp. Hier ist der Letzte. Wenn's der Letzte ist, dann behalt ihn, Mann. Nimm nur, hab ihn sowieso Benson geklaut. Ja, der blöde Arsch. Allerdings. Bei der ganzen Scheiße. Major, eine Nachricht vom Tower. Moment. Ja, unsere Kräfte nee, Mann, sind seit... Vorsicht! Front sind im Anmarsch! Halt ein! Sie wird nervös! Neutralisiert! Er ist ungedeckt! Ja. Gib mir Deckung, ich lade nach! Tango ohne Deckung, der wird ein Held.
Gewehr! Da kommt einer mit einer Schrotflinte! Neutralisiert! Er ist ungedeckt! Einer weniger! Da! Er bewegt sich! Vorsicht! Das ist doch Wahnsinn! Ich weiß nicht, aber irgendwer befiehlt das alles hier. Muss der Typ im Radio sein. Shit, meinst du? Würde erklären, wieso Dubai total durchdreht. Das stimmt. Warte! Scharfschützen! Ein Präzisionsgewehr könnte nützlich sein. Ein Speergewehr, nettes Ding. Die erwarten uns. Wenn wir jetzt rübergehen, sind wir tot. Los, rüber da. Schnell und docken. Scheiße, da, ein Heli. Alles klar. Scheiß groß das Ding, was? Ja, und seine Freunde wissen genau, wo wir sind. Achtung, sie kommen genau auf uns zu. Da kommen noch mehr auf uns zu. Vorsicht, Tango will vorrücken. Halt ohne Deckung. Einer weniger. Rücke vor! Vorsicht! Sie kommen näher! Und Hand! Lenkgranate!
Wer ist hin? Kommt noch mehr Verstärkung da! Augen auf! Da kommt eine Schrotflinte! Einer ohne Deckung, legt ihn um! Halt, bewegt sich! Vorsicht! Das alle? Ja, alles klar. Dann mal weiter. Nicht mehr lange. Thank you.
ihr den Irren mit dem Messer gesehen? Ja, war ja kaum zu übersehen. Nimm dich vor solchen wie dem in Acht. Die machen dich fertig. Schnell jetzt. Wir müssen Daniels finden, bevor die 33. beschließt, dass er die Mühe nicht wert ist. Kommt, durch das Gebäude. Werden die 33er nicht als Helden angesehen? Die Folter wirkt ein bisschen heftig. Wenn dieser Radiotyp das Sagen hat, ist alles möglich. Wie kommst du drauf? Ich glaube, ich kenne ihn sogar. In Kabul reiste ein Reporter mit der 33. Schräger Typ, die Sorte, mit der man sich nicht gern anlegt. Ich habe nie mit ihm geredet, aber der Colonel vertraute ihm blind. Kam nie dahinter, wieso. Aber es scheint, sein Vertrauen hat sich ausgezahlt. Und wieso denkst du, das ist derselbe Typ? Seine Stimme. So eine Stimme vergisst man nicht. Das Signal ist noch schwach. Wir müssen weiter runter. Suchen wir den Ausgang. Da ist eine Tür. Da geht's wohl raus. Walker? Captain Walker, können Sie mich hören? Öffnen Sie die Augen, Walker. Colonel? Ist doch klar, dass die 33. nicht mehr als Teil der US-Armee agiert. Die CIA war wer weiß wie lang hier, um aufzuräumen. Ich weiß, viele von euch stellen sich jetzt die gleiche Frage. Warum? Es gab keinen Grund für all das. Wir suchen Überlebende. Tja, ihr habt was gefunden. Schöne Scheiße, was? Das ist schlecht! Allerdings. Wenn wir was tun wollen, müssen wir John Conrad finden. Ihr habt doch nicht geglaubt, wir lassen euch hier einfach reinspazieren. Schluss jetzt! Ihr wolltet es. Nicht wir. Dieser Krieg ist zu Ende. Dubai wird evakuiert. Und Sie werden mir sagen, was mit John Conrad passiert ist. Alles hier ist am Wanken und droht zusammenzustürzen. Aber das wissen Sie ja schon. Den Rest müssen Sie selbst rausfinden. Willkommen in Dubai, Gentlemen.